zeige nur kurz, wo der Motor reinkehrt. Das ist die Mobilette AV3. Also vermutlich der Vorgänger von der AV33. Das Ding hat keine Kupplung. Man muss also treten, Motor springt an, wenn man stehen bleiben will, Motor abwürgen bzw. ausschalten und dann wieder antreten. Man hat sich da scheinbar nicht so viel Mühe gegeben mit den technischen Feinheiten, mit Kupplungen und sowas. Wo man sich Mühe gegeben hat, ist das Design, da zum Beispiel M für Motor Bicane oder Mobilette, was weiß ich. Da mit den Köpfen da im Kettenblatt drin. An der Gabel findet sich das M wieder. Und da der Motor jetzt läuft, tun wir mal den wieder einbauen. Irgendwann. Und dann kann man es halt noch umstellen mit dem Hebel, dass man ganz normal fahren kann. Wie mit dem normalen Fahrrad eben. Genau. Tank muss man reinigen. Das auf jeden Fall Tank reinigen, genau.